Zur Hygiene am Montag muss er schon sein. Ja, Baden hat jeder mal nötig. Skeptisch guckt der Vogel. Da gibt es hier im Unwald so ganz seltsame Orte, wie zum Beispiel dieser Ort. Da darf man eigentlich gar nicht rein, weil da sollte man nicht reingehen. Da ist noch die Matratze, wahrscheinlich von der alten Frau, die hier vorher noch drin gewohnt hat. Damals, wie dieser schaurige Ort, bevor er abgebrannt ist, noch ein schönes Häuschen war. Das ist die Fohlenweide. Hier sagt man, hier schielt der Leibhaftige nach einem. In der Nähe von Dieburg. Wenn man dann Richtung Muna fährt, nach Münster, da ist es gelegen, dieses Haus, dieser dunkle Ort. Selbst am Tag erscheint er irgendwie dunkel. Ein Gänsehautplatz. Wo die überall Schilder stehen, dass man hier nicht rein darf, kommen sie natürlich immer wieder. Da unten im Keller. Das sieht doch schon so richtig schaurig aus, wenn man da hinguckt. Aber die Plätze sind, also die Steine, weisen schon darauf hin, dass das hier ein ganz uraltes Gebäude ist. Man munkelt sogar, es sei eine Villa Rustica, den Römern also, die hier stünde. Genau weiß man das natürlich nicht. Aber man soll schon lieber draußen bleiben aus dem Grundstück, weil hier gibt es nämlich was ganz Türkisches in diesem Grundstück. Nämlich da unten in diesem Unterholz lauter Jauchegruben. Und da ist auch schon der eine oder andere bestimmt hineingefallen. Hier an diesem Ort ist wirklich schon Seltsames passiert. Wo der Teufel nach einem schielt.